Hallo, hier ist der Held eurer Kindheit. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204. Und in diesem Video möchten wir uns etwas mit dem RPG Maker MV beschäftigen. Diesen könnt ihr regulär bei Steam erwerben. Momentan sogar im Angebot für 26 € bzw. 25,89 €. Oder im Bundle mit den anderen RPG Makern zusammen. Zum Beispiel in dem RPG Maker Millennium Collect in der RPG Maker Millennium Collection. Boah. Alles klar. Dann bin ich mittlerweile auch bei Twitter. Yeah. Könnt ihr mich dort auch finden, falls ihr das möchtet. Bei Instagram und Facebook bin ich ja sowieso. Dort werde ich auch alles Mögliche dann, was ich bei Instagram und bei Facebook veröffentliche, werde ich auch bei Twitter veröffentlichen. Also vielleicht Screenshots oder irgendwas anderes zu irgendwelchen Spieleprojekten von mir oder natürlich auch gemalte Bilder oder neue Tutorials etc. pp. Oder irgendwelche andere Informationen. Genau. Aber lasst uns mal mit dem RPG Maker beginnen. Beim letzten Mal haben wir RPG Maker XP, haben wir diese schöne Map erstellt bzw. aufgehübscht. Und diesmal möchte ich eine vergleichbare bzw. ähnliche Map im RPG Maker MV umsetzen. Dazu habe ich den RPG Maker MV natürlich schon offen. Wähle Datei, neues Projekt und erstelle uns erstmal ein Projekt. Der Projektname nennen wir Tutorial. Okay, Spieltitel auch Tutorial, spielt ja gar keine Rolle. Speicherort könnt ihr hier auswählen und dann auf OK. Dann wird ein neues Projekt erstellt. Das dauert etwas. Und dann werden wir schon anfangen mit dem Mapping. Dies wird keine komplizierte Map. Ich werde nur ein Anfänger-Tutorial, quasi ein Einstieg in das Mapping mit dem MV geben. Und auch im Vergleich zum XP ein paar Vergleiche zeigen. Und viel mehr werde ich in diesem Video nicht zeigen. In späteren Videos wird noch Parallax-Mapping etc. folgen. Also kompliziertere Sachen. Wir wählen hier erstmal die erste Map aus, drücken auf Rechtsklick auf Bearbeiten. Und nennen diese Map, wie nennen wir sie? Zeltplatz. Zum Beispiel. Hier können wir auswählen, welcher Name angezeigt wird, wenn der Held die Map betritt. Dort können wir eigentlich auch Zeltplatz eingeben oder halt gar nichts, dann wird auch nichts angezeigt. Kachelset nehmen wir außen. Also das zweite. Breite, wie viel hatte ich bei dem XP? Da hatte ich 20 mal 17. Nehmen wir auch 20 mal 17. 20 mal 17. Nehmen wir einfach mal 20 mal 17. Den Rest können wir erstmal so lassen. Das erkläre ich vielleicht dann in späteren Videos. Okay. Genau. Schließen wir das Ganze ab. Und dann sieht unsere Map so aus. Wie ihr seht, hat sich hier auch das Kachelset verändert. Vorher war die Oberweltkarte zu sehen. Nun sind die äußeren Objekte innerhalb der Maps zu sehen. Zum Beispiel Häuser. So. Oder auch andere Objekte, wie zum Beispiel Wasser. Das meiste funktioniert hier über Autotiles. Das ist sehr praktisch, aber hat auch natürlich seine Tücken und Problemchen. Aber es ist nicht schlecht. Gerade für Anfänger ist es eigentlich ganz okay. Gefällt mir. Mit dem Tool könnt ihr Vierecke aufziehen mit dem Rechteckwerkzeug. Dadurch fällt es euch dann etwas leichter, die Autotiles zu verwenden, möglicherweise. So.
Genau, mit Linksklick wählt ihr hier das aus, was ihr möchtet. Und auf der linken Seite im Tileset, beziehungsweise im, wie heißt es hier noch gleich? Kachelset, oder? Kachelset, genau. Im Kachelset. Und anschließend könnt ihr das mit links hier auf der Map auftragen. Gerade das mit der Wiese ist natürlich mit Autotilesets bzw. automatische Kachelsets sehr praktisch, weil dadurch aus einem kleinen runden Stück so ein längliches Stück werden kann und jede x-beliebige Form ganz schnell erstellt werden kann. Weil gerade bei Gras oder auch bei anderen Sachen habe ich ganz oft im RPG Maker EXP gesehen, dass einige damit nicht ganz klar kamen. Aber das ist nicht so schlimm. Im MV gibt es dafür ja die Autotiles. Da wird alles automatisch erstellt, so weit wie möglich halt. Genau. Beim XP haben wir auch mehrere verschiedene Ebenen fürs Mapping. Diese gibt es auch beim MV, aber der RPG Maker MV wählt die Ebenen automatisch aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder das Gras nehme und hier das Gras male und dann in den Reiter B gehe und beispielsweise jetzt einen Baum wähle und nun den Baum hier hinsetze, wird der Baum so erstellt, dass quasi er automatisch in der zweiten Ebene ist. Und wenn ich noch einen Baum setze, ist dieser quasi dann in der dritten Ebene und so weiter und so fort. Wie ihr seht, kann das alles überdeckt werden. Auch ich kann auch andere Bäume nehmen oder andere Objekte. Was haben wir noch so für Objekte, was ich noch nehmen könnte? Eine Palme zum Beispiel. Also es funktioniert alles. Oder hier eine Laterne, funktioniert natürlich auch. Die Objekte können sich gegenseitig überdecken. Das ist natürlich sehr praktisch. Und das vollkommen automatisch. Ihr müsst nicht ständig wie beim XP die Ebenen wechseln. Habt dafür aber etwas weniger Kontrolle über die Ebenen, aber dazu kommen wir vielleicht später. Wenn ihr rechts klickt in der Map, könnt ihr die Kachel auswählen, die ihr gerade habt, und diese Kachel dann an einer anderen Stelle zeichnen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt hier beispielsweise eine Laterne und möchte diese jetzt rechts gedrückt halten, um die Laterne auszuwählen, an einer anderen Stelle mit links dann wieder hinsetzen. Genau, alles klar. Genau. Und dann fangen wir eigentlich schon an mit dem Mapping. Eigentlich sollten vielleicht aus meinen XP-Tutorials noch ein paar Sachen bekannt sein für den einen oder anderen. Aber wer neu einsteigt beim MV, für den wird das hier vielleicht etwas komplizierter, vielleicht etwas neuer. Aber ihr bekommt das alle ganz locker hin. Als erstes versuchen wir, den Fluss zu übernehmen. Hier das Zelt zu platzieren und einen Wald auf die linke Seite zu setzen. Ich denke mal, so in etwa, wie es hier zu sehen ist halt. Genauso machen wir das dann noch einen Weg hier durch. Ich habe aber beschlossen, auf die rechte Seite noch ein kleines Gebirge zu machen, also ein bisschen Berglandschaft und keine Bäume. Aber das werdet ihr dann sicherlich sehen, wenn ich soweit bin im MV. Also als erstes zeichnen wir den Fluss. Dazu wählen wir hier oben das Wasser aus. Das ist auch ein Autoteil und also ein automatisches Kachelset, welches sich automatisch wieder zusammenfügt. Also aus dem kleinen oder aus zwei kleinen wird ein längliches, wenn ich in die Mitte klicke oder halt, wenn ich nebeneinander klicke. Und das verbindet sich dann automatisch zu Flüssen oder zu Seen. Alles klar. Genau. Wenn ihr ganze Bereiche einfärben wollt, beziehungsweise zu Wasser machen wollt oder was auch immer, könnt ihr hier oben das Füllwerkzeug nehmen und dann einfach auf die entsprechende Fläche links klicken. Wenn ihr zum Beispiel hier habt jetzt ein Stück Wüste. Und ihr wollt jetzt gar nicht mehr, dass das Wüste ist, dann nehmt ihr hier das Werkzeug und das Gras, klickt in die Wüste und dann ist
aus der Wüste eine Graslandschaft geworden. Alles klar. Ich glaube, soweit sollte das verstanden sein. Falls es zu schnell ging, mache ich das Video vielleicht nochmal neu. Aber ich denke, eigentlich sollte das verstanden sein. Wenn nicht, probiert einfach ein bisschen rum. Probiert das Gezeigte einfach aus, was ich zeige. Ich werde jetzt den Fluss erstellen. Den Fluss, der geht hier schräg rüber. Genau. So in etwa. Und mehr ist es schon gar nicht. Als nächstes werde ich mich hier rechts um das Gebirge kümmern. Dazu kann ich entweder das hier nehmen. Also das kleine Stück hier. Dann habe ich hier oben quasi die Fläche, die auf dem Berg drauf ist. Und hier unten habe ich als Autoteil quasi die Felswand. Kann ich das quasi. Na gut, das funktioniert jetzt nicht, sehe ich gerade. Aber ihr seht, ich kann so kleine Berge erstellen. Aber ich werde das hier unten verwenden, weil ich dann etwas mehr Kontrolle habe als hier oben bei dem. Außerdem habe ich gerade gesehen, dass ich dann keine zweite Etage drüber machen kann. Zumindest habe ich das jetzt spontan nicht hinbekommen. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen dumm angestellt, aber wir nehmen, wie gesagt, das hier, dann haben wir mehr Kontrolle und können alles selbst entscheiden. Es ist dann natürlich kein Autoteil, also kein automatisches Kachelset. Und wir können nicht einfach hier so einen Berg zeichnen, sondern müssen die einzelnen Kacheln selbst aussuchen, also auswählen. Die entsprechenden. Wir wählen hier erstmal die Ecken aus oder die Geraden, je nachdem, wie ihr wollt. Und zeichnen jetzt einfach hier eine Gerade. Zum Beispiel so. Genau. Dann geht hier so der Berg lang. So hier ungefähr, würde ich sagen. Jo, so machen wir das. Genau. Und dann geht er hier nach rechts rüber. Ein bisschen vielleicht so. Das können wir später immer noch jederzeit ändern. Also ihr müsst da jetzt nicht euch zu viel Gedanken machen. Müsst euch da jetzt nicht zu viel Gedanken machen, ob das jetzt alles richtig ist, was ihr da tut oder halt nicht. Genau, und hier immer die äußeren Ecken nehmen, um die Ecken zu erstellen. Genau, zum Beispiel so. Und dann seht ihr, hier kommt dann das Zelt hin. Ich mache das mal vielleicht noch ein bisschen höher, vielleicht noch ein bisschen nach rechts verschieben. Genau, dann machen wir es so. Und hier kommt dann ungefähr das Zelt hin. So habe ich mir das zumindest vorgestellt. Und so ist es ja auch beim XP. Das Zelt ist auf der rechten Seite, hier so relativ mittig. Und dann kommt es auch hier so mittig hin. Alles klar. Ups. Immer mit Rechtsklick kann man, wie gesagt, das ein Stück aus der Landschaft auswählen. Dann muss ich nicht immer nach rechts, nach links gehen, um wieder das Grasstück auszuwählen. Dadurch geht es alles ein bisschen schneller. Alles klar. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Genau. Und wir machen es anders. Genau, machen wir es anders. Wir machen es mal so. Und gehen dann wieder zurück schon. Und gehen hier oben lang. Genau. So machen wir das. Und dann habt ihr hier innere Ecken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier ein bisschen reinzoomen kann. Genau. Hier seht ihr jetzt, dass hier im Grunde ein Stück fehlt. Ihr könnt das sicherlich sehen. Und das hier, dazu sind diese inneren Ecken da. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann fehlt da nichts mehr. Dann haben wir im Grunde eine abgeschlossene Linie, die die Gebirgskante darstellt. Und dann machen wir das hier noch in die Ecken. Also immer in die inneren Ecken reinsetzen. Da, wo es immer hingehört. Ihr werdet es ja dann auch sehen, denke ich mal. Und nun erstellen wir die Felswand. Gehen wir wieder raus, also zoomen wieder raus. Genau, da stellen die Felswand. Das hier ist für die linken Kanten und das für die rechten Kanten, aber da haben wir gerade gar keine. Und hier kommt noch eine linke Kante hin. Also immer, wo ihr Bögen habt, solche Bögen hier, macht ihr dann auch das Stück mit dem Bogen, welches direkt darunter ist, auch direkt darunter. Ihr könnt auch den Berg ein bisschen höher machen, wenn ihr wollt. Dann nehmt ihr einfach das mittlere Stück und macht davon jetzt ein paar mehr und setzt dann das untere Stück dann darunter hin. Wie gehabt, das unterste Stück kommt immer ganz unten hin, aber das obere Stück könnt ihr
halt mehrmals übereinander stapeln. Wir machen aber nur zwei hoch. Und dafür machen wir dann noch eine zweite Etage hier so drauf, denke ich mal. Genau. Und dann nehmen wir das Stück in der Mitte und beenden das. Also schließen die Wand. Und wie ihr seht, haben wir hier unseren Berg im Grunde fertig. Wir werden aber noch ein kleines Stück ändern. So, das gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Genau. Alles klar. Mir gefällt es ein bisschen besser. Ob es euch besser gefällt, das ist dann alles Geschmackssache. Wir machen das mal so. Genau. So machen wir das. Und nun wollte ich noch eine zweite Etage draufsetzen. Jetzt setzen wir einfach, wie gehabt, entweder wir fangen mit den Felswänden an oder wir fangen mit denen an. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr habt eine grobe Vorstellung, was ihr da tun wollt. Ne, den machen wir wieder weg. Den setzen wir dahin. Eine grobe Vorstellung nur von dem, was ihr hier tun wollt. Und ihr könnt immer ein bisschen rumprobieren. Wenn es nicht gleich ganz vom Anfang an gut aussieht, könnt ihr auch jederzeit einmal alles nachkorrigieren, verändern. Also ihr müsst euch da nicht zu viel Gedanken machen, ob das jetzt alles richtig ist, was ihr da macht. Genau, ungefähr so. Und dann haben wir hier einen schönen Berg erstellt. Auf der rechten Seite. Nun werden wir vielleicht schon das Zelt hinsetzen. Im schlimmsten Fall kann ich es jederzeit wieder entfernen und verschieben. Wir nehmen das braune Zelt im Reiter B, wählen es aus, und er wählt automatisch dann eine Ebene höher aus. Also wir überzeichnen nicht den Berg, wie ihr jetzt seht. Als Beispiel könnte man es dahin setzen oder wir setzen es vielleicht dahin, ein bisschen tiefer. Genau, wir setzen ein bisschen tiefer. Genau, so machen wir das. Wie ihr seht, sind hier. Wie soll ich es erklären? Sind hier solche Kacheln zu sehen? Das steht für Transparenz. Also transparenten Hintergrund. Also, das ist dann nicht sichtbar für den Spieler. Wenn ich jetzt beispielsweise das Zelt hingesetzt habe, oder auch hier den Baum, dann wird das mit dem Hintergrund quasi gefüllt. Also ihr seht im Spiel, im fertigen Spiel, diese Flächen nicht. Das stellt quasi jetzt nur für euch dar, dass es transparente Hintergründe sind. Gut, machen wir die Bäume wieder weg. Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns um die Wiese. Um die Wiese hier, genau, die auf der linken Seite ist. Oder, nee, wir machen als erstes die Brücke. Bei der Brücke habe ich erstaunlicherweise nichts Vernünftiges gefunden im MV. Da habe ich mal geguckt vorhin. Wir machen mal den Fluss noch ein bisschen anders. Den ändere ich noch ein bisschen ab. Da habe ich tatsächlich nichts wirklich Gutes gefunden. Vielleicht kann mir da einer in die Kommentare vielleicht eine qualifizierte Antwort geben. Ansonsten müsste ich das tatsächlich dann in Photoshop tatsächlich nochmal neue Kacheln erstellen, um eine vernünftige Brücke zu zeichnen. Weil, wenn ich hier zum Beispiel, wo habe ich die Brücke gehabt? Ich hatte doch hier mal eine Brücke gesehen irgendwo. Oder war es bei C? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das hier wollte ich nehmen. Genau. Das hier wollte ich ursprünglich nehmen und so hinzeichnen. Aber das Problem, dass er dann auch an den Kanten das Wasser wegmacht. Und das funktioniert dann überhaupt nicht. Das gefällt mir nicht. Ich kann das leider auch nicht, wie es beim RPG Maker XP jetzt der Fall wäre, einfach in die zweite Ebene klatschen. Das geht hier leider nicht. Deswegen müssen wir etwas improvisieren und nehmen das hier als Brücke. Es ist auch Stein, aber es sieht etwas merkwürdig aus, weil es keine zwei Felder breit ist und auch keine drei Felder breit ist, sondern wirklich nur ein Feld breit ist. Sieht etwas merkwürdig aus, wenn ich davon zwei setze. Aber wir werden es trotzdem so lassen. Ich habe da jetzt, wie gesagt, nichts anderes Besseres gefunden. Vielleicht weiß jemand anderes da mehr.
als ich. Ich bin relativ neu im MV. Dementsprechend habe ich da jetzt auch noch nichts gefunden. Aber ich denke, dass ich da auf jeden Fall in anderen Tutorials nochmal eine vernünftige, qualifizierte Antwort geben kann. Auf jeden Fall werde ich dieses Video wahrscheinlich auch nochmal neu machen, sobald ich etwas erfahrener bin mit dem MV. Wir machen die Brücke mal etwas nach rechts. So. Genau. Sobald ich etwas erfahrener bin im Umgang mit dem MV. Außerdem werden wir uns auch mit Parallax-Mapping beschäftigen und das wird dann auf jeden Fall wesentlich schöner als das Ergebnis, was ich hier erzeugen werde. Anschließend machen wir die Wiese, weil wenn wir erst die Bäume machen, haben wir ein Problem. Wenn ich jetzt erst die Bäume setze, beispielsweise so, hier ein paar Bäume. Das Schöne ist wirklich mit der automatischen Auswahl der Ebene. Ich denke mal, für Anfänger ist das optimal. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. So, jetzt habe ich beispielsweise ein paar Bäume gesetzt, nur rein hypothetisch. Und jetzt möchte ich die Wiese zeichnen. Nun haben wir das Problem, dass er aber die Bäume überzeichnet. Ich kann die Ebene nicht manuell wählen. Und das ist, wie gesagt, ein kleines Problem, welches jetzt nicht so tragisch ist. Also man kann damit leben. Man muss es nur vorher wissen, was man tun möchte vielleicht. Man muss ein bisschen mehr drüber nachdenken als beim XP, was die Ebenen angeht. Aber das ist, wie gesagt, nicht weiter schlimm. Genau, so machen wir das, würde ich sagen. Und setzen wieder neue Bäume. Und diesmal über dem Gras. Also über dem hohen Gras. Und setzen die einfach so, zack. Einfach irgendwie. Das spielt gar keine Rolle. Denkt da nicht groß drüber nach. Setzt einfach ein paar Bäume. Es muss nur ein bisschen voll aussehen und nicht zu leer. Darum geht es eigentlich nur. Genau, und dann können wir hier oben das Stück noch nehmen. Und vielleicht hier noch einen hinsetzen, so einen halben Baum. Das habe ich beim XP vergessen gehabt, tatsächlich hier noch ein paar halbe Bäume hinzusetzen. Spielt aber gar keine Rolle. Genau. So würde ich das jetzt lassen. So grob. Und dann machen wir oben weiter. Wieder die Wiese auf A. Hier so hinsetzen. Grob. Pi mal Daumen. Und setzen ein paar Bäume wieder auf Reiter B. Genau. Wir nehmen wieder einen halben Baum. So. Jetzt habe ich es. Und setzen den dahin. Vielleicht noch einen halben dahin. Und. Ups. Und zeichne ein paar Bäumchen hier hin. Beziehungsweise, was heißt zeichnen? Wir klicken sie ja nur hin. Ungefähr so. Alles klar, dann haben wir hier das Gebirge. Hier den kleinen Wald haben wir fertig. Den Weg haben wir fertig. Die Brücke, den Fluss. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Nun, was fehlt nun? Eigentlich ein paar Blümchen, Bodentexturen, Lagerfeuer. Halt ein paar Details. Im Grunde würde die Map ja so auch schon funktionieren. Jeder würde verstehen, was ihr damit darstellen wollt, würde ich behaupten. Ich denke nicht, dass es da jetzt große Probleme geben sollte. Aber wir peppen das Ganze noch ein bisschen auf mit Details. Wir machen als erstes hier die Lagerfeuerstelle hin. Und vielleicht noch einen kleinen Weg so zurück. Oder so. Vielleicht ein bisschen peppiger, wenn man das so ein bisschen schräg hat. Und genau. Dann würde ich vielleicht noch eine Wiese hier oben hinsetzen. Sieht eigentlich vielleicht auch ein bisschen leer aus sonst. Genau. Alles klar. Und dann fangen wir an mit den Bodentexturen. Nachdem ich das Lagerfeuer noch gesetzt habe, das darf ich nicht vergessen, das kommt natürlich hier hin. Das findet ihr hier im Reiter B. Und jetzt fangen wir an mit den Bodentexturen. Dazu haben wir Blümchen und andere Pflanzen und auch andere Objekte, die wir auf dem Boden platzieren können, damit der Boden nicht so leer aussieht. Genau. Und damit fangen wir an. Wir setzen ein paar von diesen Grasbüscheln noch hier hin irgendwo, da zum Beispiel oder da. Überall hin, wo ihr denkt, die kann man immer noch später entfernen. Also müsst ihr euch nicht allzu große Gedanken machen, auch auf dem Berg noch ein paar setzen. Oh, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. Genau, das ist auch ein Problem beim MV. Dadurch, dass alles quasi in derselben Ebene ist, wenn ich jetzt hier rechtsklick auf diese Pflanze mache,
nimmt er auch das Gras mit. Er nimmt nicht nur die Pflanze mit. Ihr müsst dann wirklich tatsächlich immer wieder zurück auf das Teilset gehen, auf der linken Seite, also auf das Kachelset, Entschuldigung, auf das Kachelset gehen. Und da, wenn ihr dann hier klickt, funktioniert es auch. Wenn ihr hier mit rechts klickt, dieses Objekt auswählt und dann hinsetzt, setzt er auch automatisch das ganze Gras, was darunter ist, hin. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn ich jetzt Rechtsklick machen würde und das hinsetze, würde es natürlich funktionieren, weil ich dann das Stück von dem Berg mitnehme. Aber dann würde es umgekehrt wieder nicht funktionieren, wie ihr seht. Also darauf ein bisschen achten. Das Problem haben wir im RPG Maker XP nicht gehabt. Aber Probleme sind nicht dazu da, um uns irgendwie daran zu hindern zu arbeiten, sondern um gelöst zu werden. Und das machen wir auch. Dann setzen wir vielleicht noch ein paar von denen irgendwo hin. Das spielt keine Rolle, macht euch wirklich nicht zu viel Gedanken. Das habe ich bereits bei dem XP-Tutorial gesagt, falls ihr dieses gesehen habt. Falls nicht, könnt ihr das auch nochmal gucken. Vielleicht hilft euch das auch irgendwo, selbst wenn ihr den XP nicht benutzt, vielleicht irgendwo im entfernten Sinne, kann euch das vielleicht auch helfen. Im MV. Oder vielleicht ist es auch einfach nur nett anzusehen. Genau. So, haben wir ein paar Grasbüsche gesetzt. Das sieht doch schon wesentlich schöner, frischer aus. Noch ein paar Blümchen hier überall hin. Die Blümchen kann ich auch auf die Grasbüsche setzen, wenn ich das möchte. Sieht das vielleicht so ein bisschen aus, als würde der Grasbüschel blühen. Oder zwischen die Grasbüschel, also zwischen die hier mit denen, wo etwas mehr Grasbüschel drauf sind. Also da könnt ihr auch ruhig ein bisschen kreativ werden. Setzt es einfach ein paar Blümchen hin. Überall, wo ihr das für richtig haltet. Und auch verschiedene. Wir haben auch rote, blaue und orangene. Nicht nur die gelben. Oder rosa ist das, glaube ich, sehe ich gerade. Egal. Für mich ist das rot. Ich habe behauptet, das ist rot. Und wenn ich sage, das ist rot, dann ist das rot. Also die roten, nicht die rosanen. Ich sage, die sind rot. Ich habe gesagt, die sind rot. Und ihr seid auch meiner Meinung. Ihr seid auch meiner Meinung. Die sind rot. Nein, Quatsch. Ja, die sind rosa. Ich habe mich da irgendwie ein bisschen verguckt. Das ist nicht schlimm. Dann machen wir noch ein paar von den Orangenen. Genau. Setzen vielleicht noch ein paar von den anderen Bäumen hier, von den länglichen Bäumen. Vielleicht auch noch mal hier hin. Ja, da vielleicht noch einen hin. Hier vielleicht noch einen halben Baum hier oben hin. So. Genau. Immer schön variieren mit den Details. Damit es wirklich nicht so langweilig aussieht, wir können noch ein Stück von dem Weg noch überdecken mit einem größeren Baum hier. Zum Beispiel so. Genau. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wo setzen wir den hin? Gar nicht. Wir können auch auf dem Berg noch ein paar Bäume setzen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Genau, zum Beispiel. Wie gesagt, einfach ein bisschen experimentieren auch. Ihr könnt das jederzeit wieder rückgängig machen. Auch hier oben über den Pfeil, falls es euch nicht gefällt. Ups, das habe ich ein bisschen zu viel rückgängig gemacht. Aber das ist nicht schlimm, dann zeichnen wir mal den Baum neu. Und so einfach ist das. Wie gesagt, ihr könnt auch ein bisschen experimentieren. Müsst euch nicht zu viel Gedanken machen. Es geht hier ja auch um nichts. Es geht um nichts. Ihr wollt das wahrscheinlich sowieso nur euren Freunden zeigen, das Spiel. Vielleicht ist es auch für einen Freund, vielleicht als Geschenk oder warum auch immer. Also macht euch da nicht zu viel Gedanken. Die meisten Leute wollen keine kommerziellen Spiele erstellen, denke ich mal. Und das ist ja auch gut so. Weil irgendwas brauche ich auch zum Spielen. Ich kann nicht alles kaufen, was ihr macht. Nein, Quatsch, war nur ein Witz. Dann machen wir hier noch ein bisschen Gras. Das sah mir dann doch ein bisschen zu leer aus. Genau, machen wir es so. Und setzen auch noch ein paar Blümchen ins Gras und auch von mir aus drumherum noch ein Blümchen. So, genau. Dann noch ein bisschen Holz vielleicht hier daneben. Fürs Lagerfeuer. Steine könnten wir auch noch setzen, fällt mir gerade ein. Hier oben haben wir noch ein paar Steine. Die können wir auch überall hinsetzen, wo wir möchten. Wie gesagt, spart nicht mit Details, übertreibt auch nicht. Also ihr solltet nicht ganz viel von demselben nebeneinander setzen. Hier zum Beispiel, das sieht relativ schlecht aus. Aber wenn ihr das ordentlich verteilt und etwas Spannung reinbringt in die Sache, indem ihr halt wirklich verschiedene Objekte setzt, kann ich das auch ins Gras setzen. Ja, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Machen wir aber jetzt mal nicht. So sehr hat es mir dann doch nicht gefallen.
So, wie gesagt, werdet ein bisschen kreativ, tobt euch aus. Dann können wir vielleicht noch ein paar Kisten neben das Zelt setzen. Warum nicht? Warum sollten da keine Kisten stehen? Genau, oder hinter das Zelt auch. Dann muss ich aber das Zelt dann neu zeichnen. Zumindest das eine Stück. So. Und dann funktioniert das auch. Wie gesagt, im XP ist das ein bisschen besser mit den Ebenen. Da muss ich dann das Zelt nicht nochmal neu machen. Das hätte ich dann wahrscheinlich schon in der dritten Ebene und würde dann die Kisten in die zweite Ebene setzen. Oder ihr versteht, worauf ich hinaus will, alle XP-Nutzer. Für euch MV-Nutzer spielt das gar keine Rolle, was ich hier gerade erzähle. Tut mir leid, dass ich das überhaupt erzähle, dass ich immer mal wieder auf den XP zu sprechen komme. Ich will aber auch halt für alle XP-Nutzer auch ein paar Unterschiede erklären. Dann haben wir hier noch ein Autoteil, mit dem wir Seerosen erstellen können. Da müssen wir einfach wirklich nur, also Seerosenblätter müssen wir wirklich einfach nur drüber ziehen. Es funktioniert sehr gut und sieht wirklich sehr gut aus. Ja, dann habe ich in einem anderen Video mal gesehen, das fand ich auch eigentlich wirklich sehr interessant, die Pflanzen hier unten wirklich ans Wasser zu setzen. Das sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht, deswegen mache ich das jetzt auch mal so. Dann haben wir hier noch so eine Büsche. Na gut, die sehen komisch aus, die machen wir nicht. Was ist das hier? Nee, passt auch nicht so wirklich. Ihr müsst mal gucken, vielleicht gefällt es euch ja. Mir hat es jetzt nicht so gefallen. Aber setzt ein paar Objekte hin. Und das sieht doch schon wesentlich freundlicher aus als das, was wir wirklich am Anfang hatten. Also, oder was heißt am Anfang zwischendurch hatten. Genau. Was setzen wir noch hin? Vielleicht noch einen Wassereimer. Ja, hier so hin. Oder dahin. Genau. Und. Das sieht doch auf jeden Fall schon relativ freundlich aus. Ja, ich würde sagen, das könnten wir eigentlich fast so lassen. Vielleicht noch einen Baum hier so hin. Obwohl, nee, so sehr gefällt mir das dann doch nicht. Hier so vielleicht noch einen Baum. Und hier vielleicht noch ein kleiner Baum. Sieht schon besser aus. So. Ich würde sagen, nee. Mir fällt noch ein, wir können auch noch ein paar Ranken platzieren. Wir nehmen hier ein paar Ranken. Hier haben wir drei verschiedene. Hier haben wir auch noch hier unten sowas. So ein Moos. Das können wir an die Mauer ranmachen. Hier haben wir noch ein paar Blätter. Also ihr könnt da auch euch kreativ austoben, wie ihr möchtet. Welche Ranken nehmen wir da? Ich wollte Ranken machen. Ich setze mal alle drei nebeneinander, dann kann ich mich entscheiden, welche ich jetzt am schönsten finde. Ich finde, die letzten hier mit dem kräftigen Grün, die finde ich eigentlich am schönsten. Setze ich jetzt hier ein paar hin. Ihr könnt aber auch variieren. Genau, die setzt ihr einfach an die Mauer. Können wir noch vielleicht so ein Blatt hier hinsetzen. Und hier vielleicht ein bisschen Moos unten ran. Obwohl, das sieht jetzt nicht so schön aus. Hier so vielleicht. Nee, das gefällt mir jetzt auch nicht so. Na, lass mal's. Das gefällt mir gerade irgendwie nicht so. Spielt ja gar keine Rolle. Wir müssen ja auch nicht übertreiben. Genau, dann machen wir noch vielleicht noch einen Baumstumpf irgendwo hin. Hier so zum Beispiel. Vielleicht noch einen umgestürzten Baum daneben. Oder da drüber. Ja, doch, ich würde sagen, ich lasse das erstmal so. Und beim nächsten Mal. Oder setzen wir noch ein paar von diesen Felsen. Na, mal gucken, wie das aussieht. Ja, doch, die können wir auch setzen. Und beim nächsten Mal, wenn es ums Mapping geht, werden wir diese Map vielleicht nochmal als Parallax-Map umsetzen, damit ihr seht, damit ich euch auch dann direkt den Unterschied zeigen kann zwischen dieser Map, die ich jetzt direkt im RPG Maker gemacht habe, und einer Parallax-Map. Was eine Parallax-Map ist, für alle, die das nicht wissen, das werde ich dann in späteren Videos erklären. Und ich würde sagen, das lassen wir so. Hier oben habt ihr noch einen Schattenpinsel. Damit könnt ihr noch Schatten hinzufügen, falls ihr diese braucht, irgendwo an gewissen Stellen, wo auch immer. Könnt ihr hier Schatten zeichnen. Wenn ihr über den Schatten drüber zeichnet, verschwindet er dann auch wieder. Und das will ich jetzt auch noch machen. Ich möchte hier oben noch einen Schatten hinsetzen, hinter dem Zelt, zwischen die Kisten. Und das war's eigentlich. Vielleicht noch hier so einen Schatten. Nee, das sieht nicht gut aus. Aber hier auf jeden Fall noch ein Stück. Genau, hier so. Habe ich jetzt noch einen Schatten hingesetzt unter dem Zelt. Ich würde sagen,
Wir lassen das so. Das Prinzip sollte verstanden sein. Wir speichern hier oben auf der Diskette und hören soweit erstmal auf. Das Prinzip sollte verstanden sein. Ich bin mit dem RPG Maker MV, mit dem Mapping noch nicht so vertraut, aber es sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ich würde sagen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Genau, hier ist nochmal die XP Map zum Vergleich und hier die MV Map. Wie ihr seht, ist die Map hier wesentlich größer und das hat auch seinen Grund. Das hat auch seinen Grund. Wir werden mal kurz hier den Ton für euch ausschalten, damit ihr die Musik jetzt nicht hört. Und ich starte mal das Spiel, also das Projekt. Powered by MV. Okay. Und gehe auf Optionen und stelle mal die Musik komplett aus. Es könnte nämlich sein, dass ihr die doch leicht im Hintergrund hört. Und ihr wollt ja mich hören. Mein hübsches Stimmchen wollt ihr doch hören. So, genau. Dann habt ihr hier dieses Fenster. Hier steht dann auch Zeltplatz drüber. Aber wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr da auch nichts eintragen. Und jetzt öffnen wir mal das XP-Fenster. Und euch wird dort etwas auffallen. Das XP-Fenster ist wesentlich kleiner. Das liegt an der Auflösung des Spiels. Die Auflösung ist wesentlich höher beim MV, wodurch es vor allem im Vollbild wesentlich besser aussieht und nicht so verwaschen. Und auch die Tiles, also die Kacheln, haben eine höhere Auflösung, obwohl ich auch 20, also Entschuldigung, 20 mal 17 gewählt habe. Oder nee, war schon richtig, oder? Höhe war 20, genau. Höhe war 20. Obwohl ich auch 20 mal 17 gewählt habe. Upsala, ich wollte nicht mit Maus spielen. Obwohl ich auch mit 20 mal 17 eingestellt habe, die Map, ist sie dennoch größer. Und das liegt an den größeren Kacheln, wodurch man viel mehr Details zeichnen kann, in der Theorie. In der Praxis müsste man dafür eigene Tiles erstellen, also eigene Tilesets und eigene Kacheln, weil ich muss wirklich sagen, so detailliert sehen diese im MV nicht aus, wie es theoretisch möglich wäre. Ich finde sie nicht schlecht, aber es wäre mehr möglich gewesen, definitiv. Gerade hier beim Gras, wenn ich mir das beim XP angucke, würde ich sagen, das Gras hier sieht absolut verwaschen aus und das trotz höherer Auflösung. Und das hier sieht knackenscharf aus. Natürlich sieht das beim XP dann im Vollbild nicht mehr so schön aus. Aber wie gesagt, die Auflösung ist wirklich extrem viel höher. Und es gibt auch noch Plugins, mit denen man die Auflösung noch weiter erhöhen kann und auch im Widescreen, also 16x9, spielen kann. Und so weiter und so fort. Das werde ich alles in späteren Videos zeigen, was mit dem MV alles möglich ist. Ich hoffe, fürs erste MV-Tutorial hat es euch ein bisschen gefallen. Ich werde auf jeden Fall noch weitere MV-Tutorials machen, weil ich selber auch ein MV-Spiel machen möchte. Und also mein aktuellstes Projekt soll dann mit dem MV umgesetzt werden. Ich werde auch noch ein kleineres Spiel, das habe ich bereits angekündigt, auch noch mit dem XP machen, aber das wird dann wirklich nur so ein kleines 15-Minuten-Ding oder 20-Minuten-Ding. Also Spielzeit, das wird nichts Berauschendes. Und hier im MV möchte ich dann ein größeres Spiel umsetzen, aber wahrscheinlich nicht mit den Original-Tilesets, weil mir diese wirklich nicht so sehr gefallen. Mir gefallen aber die knalligen Farben, das muss ich ehrlich sagen. Vielleicht bin ich da eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Ihr könnt es auch mit Maus steuern, das geht beim XP zwar auch, aber nur per Skripts, die man sich aus dem Internet laden muss. Und hier ist es bereits on board. Also direkt von Anfang an. Ihr könnt auch, das ist auch sehr interessant. Ich schließe mal alles wieder. Ihr könnt auch, das ist auch wie gesagt sehr interessant, wenn ihr das Projekt Bereitstellung, oder? Genau, wenn ihr das Projekt erstellt, könnt ihr dieses auch für Windows, Mac OS X, Linux oder sogar Android und iOS und für den Webbrowser erstellen. Und das ist wirklich ziemlich cool. Da könnt ihr quasi eure eigenen Handyspiele machen und dann auch per Touch-Eingabe steuern. Und das finde ich eigentlich ist wirklich eine tolle Idee. Und wirklich für jemanden, der sich dafür interessiert, ein Handyspiel zu machen,
RPG Maker, für den ist doch der MV optimal. Oder auch die höhere Auflösung ist auch für PC wirklich optimal. Ich hoffe, ich konnte euch einen kurzen Einblick in den MV geben. Vielleicht auch ein paar Unterschiede zum XP, auch wenn der XP total veraltet ist und die meisten wahrscheinlich nicht mehr interessieren wird. Und die meisten, die sich für den MV interessieren, wahrscheinlich auch noch nie mit dem XP gearbeitet haben. Aber ich wollte nur mal klarstellen, was möglich ist und was es alles gibt. Wie gesagt, ihr könnt den MV, ich bekomme dafür kein Geld, das ist keine Werbung oder irgendwas, ihr könnt den MV auch kaufen auf Steam, ihr könnt auch den XP kaufen auf Steam. Der XP kostet momentan wirklich nur 7 Euro. Und das ist nun mal, das ist gar nichts im Grunde für so ein schönes Tool. Ihr könnt auch alle RPG Maker im Bundle kaufen für 62 Euro. Aber das müsst ihr nicht machen. Wie gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr auch gerne mal ein Like da lassen. Ich würde mich auch über Kritik etc. freuen in den Kommentaren. Wegen der Brücke, vergesst das bitte nicht, mir nochmal dort irgendwas in die Kommentare zu schreiben. Wie gesagt, ansonsten würde ich einfach davon ausgehen, dass ich, wenn ich mir da was Vernünftiges erstellen möchte, dass ich das dann in einem extra Kachelset in einem selbst erstellten machen müsste oder per Parallax Mapping. Aber ich würde es dann wahrscheinlich per Parallax Mapping machen. Okay, alles klar. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Facebook, kommt in meine Facebook-Gruppe, alles in der Beschreibung als Links. Ich würde mich freuen. Okay, bis zum nächsten Mal und Tschüsseli, euer DonF204.